Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch dieses wirklich süße kleine Nadelkissen machen. Es ist ganz schnell gemacht, super einfach, ideal für Anfänger und ein richtig tolles Mitbringsel. Ihr braucht noch nicht viel. Ein bisschen rosa Baumwolle, ein bisschen weiße Baumwolle. Das kleine süße Körbchen, das machen wir zusammen auf dem kleinen Kanal. Na und eure Stecknadeln. Ein bisschen Füllwatte, ein Maschenmarkierer, die Häkelnadel Nummer 2, eine Schere, eine Nadel. Und ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wer mag, lässt mir ein Däumchen nach oben, da würde ich mich mega drüber freuen. Wundert euch bitte nicht, dass ich heute das Video drehe ohne Nagellack auf den Fingern. Ich habe mir erbarmungslos wirklich alle Fingernägel abgebrochen. Und das wollte ich nicht lackieren. Deswegen bitte stört euch da heute nicht dran. Es ist leider jetzt gerade so. Ich muss warten, bis sie wieder nachgewachsen sind. Ja, Gartenarbeit fordert seinen Tribut. Oder Balkonarbeit besser gesagt. So, wir häkeln heute diesen kleinen Schatz zusammen. Das Körbchen machen wir auf dem kleinen Kanal zusammen. Aber ist das nicht süß? So, wer mag, lässt mir jetzt schon mal ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich super drüber freuen. Wer noch nicht hat ein Abo, dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und jetzt marsch mit euch rein ins Video, ran an die Nadel und viel Spaß mit eurem süßen kleinen Nadelkissen. Für dieses wunderbare Nadelkissen brauchen wir einmal Wolle. Ich habe hier so wunderbares Baumwollgarn in einem ganz zarten Rosé. Dazu ein kleines Körbchen. Das machen wir auf dem kleinen Kanal zusammen, wenn ihr wollt. Oder wer so eins hat, kann auch schon das benutzen. Und die Häkelnadel 2. Das Körbchen hat einen Durchmesser von 5 cm. So, wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe. Nehmen diese auf die Nadel. Und wir häkeln jetzt 4 Luftmaschen. 1, 2, 3. Diese 4 Luftmaschen schließen wir mit einer Kettmasche zum Ring. Da stechen wir ganz vorne in die erste Masche ein, holen uns den Faden durch und ziehen ihn gleich durch die Masche, die wir auf der Nadel haben. Und schon haben wir eine Kettmasche gesetzt. In die Mitte von dem Ring häkeln wir jetzt 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. So, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede von den Maschen. So kommen wir dann am Ende auf 12 Maschen raus. Dazu häkeln wir in die erste Masche 2 feste Maschen. In die zweite kommen auch 2 feste Maschen und so gehen wir jetzt einmal reihum. Das ist die 3, die 4, die 5 und die 6. So, jetzt brauchen wir einen Maschenmarkierer. Passend zur Farbe nehme ich jetzt ein rosa. Wir verdoppeln jetzt jede zweite Masche. Also in die erste Masche kommt eine feste Masche. Und in die 2 kommen 2 feste Maschen. 1, 2. Und dann wieder eine. Und dann wieder 2. Das machen wir jetzt so lange weiter, bis wir dann jede vierte Masche verdoppelt haben. Das heißt, in der nächsten Runde kommt in jede dritte Masche 2 feste Maschen und danach in der Runde in jede vierte Masche. So, Maschenmarkierer umgesetzt. Jetzt,
Jetzt kommen drei Runden lang in jede Masche eine Masche. Das heißt, wir machen jetzt keine Zunahmen mehr, sondern häkeln jetzt wirklich einfach nur noch in jede Masche eine Masche. Könnt ihr auch vier Runden machen, das ist jetzt ganz eure Geschmackssache, wie weit der Unterteil dann in das Körbchen soll, weil das geht nämlich dann, Moment, jetzt kriege ich es natürlich so nicht gerade rein, Moment, so, jetzt so rein. Also wenn ihr es ganz nach unten haben wollt, dann müsst ihr schon auf die komplette Höhe häkeln, aber drei rein ist das Minimum, was wir machen müssen. Ich denke mal, ich werde auch eher Zylinder machen und werde das dann auf die gleiche Höhe bringen. Also Minimum 3 Reihen, Maximum bis Oberkante Körbchen. Ich zähle gleich mal mit, wie viele Reihen ich brauche und sage euch dann Bescheid. So, ich habe jetzt bei mir auf Höhe, wie ihr seht, ich bin wirklich Ober-Unterkante und ich habe gebraucht 4 Runden. Da war ich doch mit meinen 3 gar nicht so verkehrt im Schätzen. So, meine Lieben, jetzt verdoppeln wir, nachdem wir das hier hochgehäkelt haben, jede dritte Masche. Und zählt dabei gleich eure Maschen, weil wir brauchen gleich die Maschenanzahl. Also 1, 2, 3, 4. So, ich habe jetzt bei mir 40 Maschen. Wir können den Faden abschneiden. Und durchziehen, Maschenmarker raus. Das Ganze schon mal wenden. Und wenn das jetzt in euer Köpfchen tut, seht ihr, dass es ein kleines bisschen übersteht. Ich habe es jetzt wirklich bündig auf dem Boden und wie ihr seht, es steht wirklich ein Stückchen über. Und das soll es auch. Weil jetzt machen wir nämlich das Häubchen. Wir wiederholen jetzt im Prinzip den Boden noch einmal. Wir schlagen jetzt 4 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier auch eine andere Farbe nehmen. Da habt ihr dann wie so ein Sahnehäubchen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel weiß nehmt oder so. Schließen das Ganze mit einer Kettmasche zum Ring und jetzt kommen in den kleinen Ring 6 feste Maschen und dann wird wieder verdoppelt, bis wir jede 5. Masche verdoppelt haben. Eben haben wir ja bis jede 4. Masche verdoppelt, jetzt verdoppeln wir bis jede 5. Masche. Also hier jetzt 6 Stück rein. Und dann auf jede 5. Masche verdoppeln. Also jetzt erstmal an jede Masche verdoppeln, dann jede 2., dann jede 3., dann jede 4. und dann jede 5. So, wenn wir unsere 5 Verdopplungen gemacht haben, sieht das Ganze so aus. Jetzt verdoppeln wir in der nächsten Runde jede 3. Masche. Das heißt, wie wir hier jetzt auch den Abschluss gemacht haben, so machen wir den jetzt hier auch. Also, 1. 2 und die 3 und wieder 1, 2 und die 3 1, 2 und die 3. Zählt hier nochmal nach, deswegen solltet ihr euch hier die Maschenzahl aufschreiben, zählt hier nochmal nach, dass ihr wirklich auf der gleichen Maschenanzahl seid.
damit das hier dann wunderbar passt. Und dann stechen wir oben durch den Deckel und unten durch das Unterteil, holen uns den Faden, gehen durch beides. So, jetzt könnt ihr entweder feste Maschen machen oder ihr macht Kettmaschen. Kettmaschen wäre, wir ziehen jetzt das hier nochmal durch diese Masche, oder ihr holt euch den Faden und macht eine feste Masche. Die festen Maschen machen den nächsten Schritt leichter, der dann kommt. Aber die Kettmaschen sehen ein bisschen eleganter aus. Deswegen sage ich beides an, weil jedes hat seinen Reiz. Bevor ihr die letzten Maschen verschließt, nehmt ihr bitte ein bisschen Füllwatte und stopft das Ganze aus. Ich würde euch aber empfehlen, zum Ausstopfen das Ganze ins Kästchen rein zu tun, also ins Körbchen, dass wir dann noch in der Form bleiben. Und dann könnt ihr auch die Füllwatte ein bisschen besser dosieren. So, meine Lieben, wenn wir das Ganze ausgestopft haben und reingesetzt, sieht es dann so aus. Jetzt versteht ihr auch, wie ich das gemeint habe mit dem Sahnehäubchen. So, wir stechen jetzt noch einmal in unsere festen Maschen oder in die gesetzten Kettmaschen ein. Schnappen uns unser Garn, ziehen das durch und jetzt machen wir uns noch einen kleinen süßen Rand und dann sind wir auch schon fertig. Ihr könnt jetzt wieder das Rosa nehmen oder ihr nehmt eine andere Farbe. Ich habe mir jetzt mal das wunderbare Weiß geholt. Und jetzt machen wir eine Luftmasche und stechen in die nächste Masche ein und setzen eine feste Masche. Eine Luftmasche, in die nächste Masche eine feste Masche. Jetzt geht jetzt hier alles hier oben auf dem Rand entlang. Immer eine Luftmasche und eine feste Masche. So, wenn wir das Ganze vernäht haben und wieder zurück in unser Körbchen stecken, sieht es dann so aus. Und da es ja ein Nadelkissen ist, führen wir es jetzt mal seiner Bewandtnis zu. Ich piek's mal so ein bisschen was hinein. Nehmen wir jetzt hier so ein bisschen meine Stecknadeln. Und wenn wir die so reinpieksen, dann sieht das aus wie viele bunte Sträuße. Dahin, ein Gelb dahin. Und natürlich auch unsere Nähnadeln, die haben dazwischen auch Platz. Deswegen habe ich jetzt auch keine Streusel aufgestickt, weil wenn wir unsere Nadeln da reinmachen, wird es sonst zu viel. So, und da haben wir unseren kleinen Streuselkuchen fertig. Ein wunderschönes kleines Nadelkissen. Zum Verschenken, zum Selbstbenutzen. So, meine Lieben, ich hoffe, die kleine Anleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat, ein Abo, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Ja, und euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit diesem wirklich entzückenden kleinen Nadelkissen. Und beim Verzieren mit Hilfe eurer Stecknadeln, eurer Nähnadeln und was ihr alles da so hineinpieksen wollt. Also dann, meine Lieben, ein freundliches Winke-Winke in die Runde und bis zum nächsten Mal.